Servus Monster Hunter Freunde, heute möchte ich euch wieder ein seltenes Haus zeigen, wo ihr ebenfalls einen Erfolg oder eine Trophy bekommt. Borsten für alle heißt dieser Erfolg oder die Trophy. Und im Hintergrund seht ihr schon dieses Haustier, das man fangen kann. Es ist auf jeden Fall sehr selten, man braucht relativ lange, bis man es bekommt. Es gibt zwei verschiedene Locations. Bei mir war es die untere Location. Vom Lager 11 aus müssen wir hier in das Gebiet 15 rüberlaufen und dort befindet sich ein Schwein und auf diesem Schwein kann dieser Vogel sitzen. Dann gibt es noch eine zweite Location auf der oberen Ebene. Dort könnt ihr von Lager 1 rüberlaufen nach links. Da gibt es noch ein zweites Schwein. Dort ist aber der Vogel bei mir nicht gespawnt, sondern auf dem unteren. Wir laufen dann von Lager 11 ganz nach unten, wo diese blauen Gewässer sind. Und da ist ebenfalls ein Schwein. Und das können wir uns dann holen. Und wichtig ist hier, schaut, dass ihr den Ghillie anzieht, denn dieser Vogel ist sehr scheu. Und wenn ihr da direkt auf den Vogel zulauft, kann es sein, er flattert direkt weg. Und man braucht auch eine gewisse Zeit, bis man diesen Vogel findet. Man braucht halt Glück. Es kann sein, du findest ihn beim ersten Mal. Es kann aber auch sein, du brauchst eine halbe Stunde. Ich habe, glaube ich, insgesamt 20 Minuten gebraucht, um diesen Vogel hier auf diesem Schwein zu finden. Wenn man ihn nicht findet, bei beiden Spots nicht, beim oberen und beim unteren nicht, einfach wieder zurück nach Asteria reisen, das Gebiet wieder neu starten, einfach wieder eine neue Untersuchung starten, eine Expedition und dann hoffen, dass dieser Vogel dann auf diesem Schwein drauf sitzt. Hier hätte ich es jetzt noch fast verkackt, der erste Schuss ging nämlich daneben, dann ist er weggeflattert, aber der zweite hat gesessen, gibt hier richtig viele Punkte, könnt ihr auf der rechten Seite sehen, 800 und ein Erfolg gibt es natürlich ebenfalls, den seht ihr hier, Borsten für alle. Ich bin jetzt hier nochmal in meinem bescheidenen Heim unterwegs, hier können wir den Vogel dann ausrüsten, über den Haushälter auf die Haustiere gehen und da seht ihr das Kraushuhn, so heißt dieser Vogel, ein legendärer, seltener Vogel mit seltsam steifem Gefieder, reißt auf dem Rücken seines Symbioten. Das war's soweit hier mit dem Video, ich würde mich über